schlimmer Statistik sehen. Wart doch ab, bis ich gemacht habe, denn okay. Es kommt Schicht doch. Ist jetzt hier. Da hat er ein Schienengeschütz. Das hat er eben runtergezogen. 4, 5, 6. Also nicht nach hier. Und sagt er und fährt da direkt hin. Ja. Mhm. Ja, Hagen. Ich locke gerade den Panzerzug etwas an. Dann nehmen wir nochmal ein Schwergewicht. Ein Spiel von Dynamics im Vertrieb von Sierra. Jetzt mit deutschem Handbuch. Wir hatten ihn vorhin schon. Red Baron. Der rote Baron. Ja. 1914. It's the dawn of World War I. Man kann entweder als britischer Pilot oder als deutscher Pilot fliegen. 28 verschiedene Flugzeuge mit schönem, technisch akkuratem 3D. Sopwith Camel, DH-2, Pusher, Spad-7, Albatros, D-3, Fokker, viele andere. Man kann jederzeit irgendwie abspeichern. Single Mission or a list for the full tour and campaign play with more than 40 missions von 1915 bis 1918. 200-seitiges Handbuch. Ja, dann gucken wir doch mal. Genau, da wieder ein bisschen die üblichen Sepia-Fotos. Ist ja kein Platz mehr auf dem Tisch hier. Und Hagen, wie viele Disketten? Drei? Ja, richtig. Das war in dem Jahr irgendwie gang und gäbe, gell? So, ein ordentliches Handbuch mit Ringbindung, damit man es schön umblättern kann. Und? Da waren Farbbilder. Da, Bibu. Farbbilder, da. Es gab auch einen in Rot. Ausrufe. Sei schön. Irgendwie habe ich das nur mit dem deutschen Handbuch noch nicht so erkannt. Das ist ja egal, das ist nur das Englische. In Rot. Rot. Ich habe zumindest eben einen gesehen. Okay. Weiß ich nicht, ist aber egal. Also wir auch wieder hier mit historischem Hintergrund. Mhm. Das haben so viele Spiele Erster Weltkrieg gemeinsam, dass sie die Hintergründe erklären. Ja, was willst du denn beim Zweiten Weltkrieg für Hintergründe erklären? Die Irren greifen uns an, macht sie alle nieder. Ah, hier ist noch eine deutsche Ergänzungsanleitung quasi. Und hat beim Karstadt 119,95 Mark gekostet, als das am 23.12.1991 gekauft wurde. War schweineteuer dazu. Also hier, genau, da deutsche Anleitung. Die ist dann nicht so komplett mit Bildchen und Informationen, aber da sind quasi die Bedienung ist dann nur erklärt. Immerhin. Karrierearten. Bomben, Angriffseskorte, Frontpatrouille, Zeppelinjagd. Zeppelin hatten wir eben. Ballonverteidigung, Ballonzerstörung, Aufklärungseskorte. Historische Mission, Duelliere, ein Fliegerass, Geschwaderkampf. Ordentlich. Und dann gibt es hier noch hier ein kennst du Dunkirk? Ja, Dünkirchen. Hast du den Film gesehen? Nein, aber ich weiß, was in Dünkirchen war. Also es gab ja einen Film dazu, ich habe den gesehen, aber irgendwie war der so, er war so mittelgut. So, man kann den sich angucken, aber es war auch kein Oberhighlight. Aber ich dachte, Dünkirchen war Zweiter Weltkrieg. War es aber Erster Weltkrieg? Stimmt, das, der Film war Zweiter Weltkrieg, aber naja, das war ja wieder, war immer mit, wir versuchen. Gut, da sind wir ja immer direkt durchmarschiert. Genau. Das waren immer die Ländchen, die sich da oben, die. Ja. Gibt es hier so verschiedene Karten? Da, da. Jetzt werde ich wieder ausgeschimpft von den Plattland da oben. Da. Von du weißt schon wem. Von den hier Westfront und
von den Westfront... Nein, Dennis, das sagt man nicht. Von unserer Westfront sagt man nicht mehr nein. 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 Das ist nicht gut. Nein. Ich hatte da die Karte von der Westfront. Ja, ja, nein, das sagt man nicht. Nein, nein, nein. So, das also jedenfalls der rote Baron. So. Gucken, ob ich mit dem Stapel durchkomme, bevor der Hagen hier noch gewinnt. Dann hätten wir noch mal was. Ich nicht. Das dauert noch. Das dauert noch. Ach, das dauert. Das sind noch 5, 6 Folgen. Macht euch keine Sorgen. Okay. Es dauert nur noch eine halbe Stunde, dann haben wir es. Drückt doch mal den Knopf, bitte. Ja. Das ist ja eine unbeschossene schwere Artillerie. Eine unbeschossene? Das ist ja geil. Hier ist eine unbeschossene. Ja, ich habe etwas Nachschub produziert in den letzten paar Runden. Und diese Artillerie gehört dazu. Die habe ich nur gebaut, um die Fabrik zu verteidigen. Sonst für nichts. Ah, um die Fabrik einzugraben quasi. Ja, und ich habe diese Artillerie und eine Infanterie gebaut. Ja, Rohstoffe sollten wir ja genug haben. Jetzt nicht mehr. Hast du denn Panzerzüge gebaut? Einen Panzerzug und einen Schienengeschütz. Ja, sehr gut. Damit sollten wir durchpflügen. Ich arbeite daran. Sehr gut, Hagen. Apropos, wir arbeiten daran, um mal das wieder zurück zu deiner Ablenktaktik mit den Spielen zu kommen. Ja. Um nicht zu sagen, ich lenke dich ab, dass du mich nicht störst beim Gewinn. Aha, damit ich dir nicht dazwischen rede. Also, ein Spiel, das der Hagen war auch schon interessiert dran, also ist ja in vielen Spielen interessiert. Ja, ja leider. Das ist ja immer mein Problem. Ich habe mir gedacht, gibt es denn nur Flugsimulatoren? Nein, Dreadnought recreates the great naval battles from the period in maritime history when the steel battleship ruled the oceans. Also das ist ein Schiffskampf Simulator. Sieben Szenarios mit The Battle of Coronel 1914, The Battle of the Falklands 1914, The Battle of Doggerbank 1915 und The Battle of Jütland 1916. Jütland. Ironclads, Bismarck, ausführlich, historisch akkurat, Fog of War und für ein oder zwei Spieler. Was war die Ironclad? Keine Ahnung. Sag. Das Panzerschiff. Ah. Aber wieso war das, wieso betone ich das so? Weil es aussah wie eine wie man sich eine Schildkröte vorstellt. Also wirklich ein vollgepanzertes Schiff mit vorne einer starren Kanone. Also zumindest die eine Ausführung. Das heißt, du musstest dieses dampfgetriebene Ungetüm seitwärts schieben, bis du dann in Zielreichweite warst, wo du hinschießen wolltest. Da musstest du verzweifelt auf dem Wasser bremsen. Ja, ist ja klar. Ja, du bremst da. Und dann feuerst du geradeaus und hoffst, dass du das, was also geradeaus ist, triffst. Ja. Und es gab da einen sehr bekannten General, um nicht zu sagen, den General, der im 1800 bla 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 Europa platt gemacht hat. Napoleon? Der hat gesagt, wie kommt ihr auf die Idee, dass es eine gute Idee wäre, ein Feuer unter Deck anzuzünden und zu glauben, dass man damit auch noch schneller führe? Ja. Das ist schon... Ja. Ja, man darf das nie vergessen. Es ist so weit weg für die gewesen. Für die war klar, ich habe so ein Gegenstand wie ein Schiff, das hat Segel, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Ja. Nur, dass das Ding halt nicht zwingend Segel haben muss. So, hier gibt es noch Shattering Sound. Man hört den Bumm der Kanonen, the Whistle of the Shells and the Crash of Impact. Spektakuläre 3D-Wellen-Menü-Interface. Und das hier ist auch quasi die Komplettedition mit allen Szenarios, so der Sammelpaket. So, keine Ahnung, ob man da irgendwas erkennt. Ihr seht hier irgendwie, da ist so Wasser mit Schiffen. Also ich wusste nicht, dass die schon im Ersten Weltkrieg aussahen wie ein Zerstörer. Das wusste ich wirklich nicht. Ich dachte, das Design ist erst später aufgebaut. Es muss ja so sein, denn es ist ja historisch akkurat recherchiert. Haben Sie ja selber gesagt. Das habe ich auch schriftlich.
Hagen, wir probieren es nochmal. Wie viele Disketten hat das Spiel? 3? Ja. Nämlich die Dreadnought-Diskette. So ich darf ja nicht gucken. Bismarck-Diskette und die Ironclads-Diskette. Oh, dann sind hier handkopierte Seekarten irgendwie. Cool. Ja, maritime Karten, da erkennt man eh, also kenne ich schon kaum was drauf. Und die Anleitung ist auch für die reiferen Herren mit den guten Augen. Also, ihr kennt nichts, ich auch nicht. Also nicht so richtig jedenfalls. Aber können wir wenigstens mal anzocken zumindest. Und dann mal gucken, wie es ist. So. Gucken wir mal wieder, was der Hagen da so macht. Lieber nicht. Lieber nicht, wieso? Du musst damit nicht zufrieden sein. Wieso? Lass uns einfach drauf verständigen, dass ich versuche, mit etwas mehr Druck durch. Du versuchst zu gewinnen. Drück nochmal bitte. Ich trinke mit meinem energetisierenden Erfrischungsgetränk mal einen Schluck. Jetzt hier auf. Kaum trinkt er dieses Getränk schon, zieht er hier voll durch. Entweder wir ziehen jetzt durch oder der Gegner zieht uns durch. Wir sind nämlich jetzt Schluss mit Grabenkämpfen. Wir machen jetzt einfach mal, wir rennen jetzt mal auf den Gegner zu. Wir rennen gegen ihn an, muss man sagen, weil er hat da irgendwie zwei Artillerien und ein Schienengeschütz und wir rennen jetzt einfach mal mitten rein. Und dann gucken wir mal, wer übrig stehen bleibt. Ja, kann man machen. Ja. Es ist ja nicht so, dass das unsere ganzen eiserne Kreuzflugzeuge wären oder so. Ja. Ja. Also waren. Eher. Ja, sie haben doch schon einen Schaden gemacht. Ja. Er hat ja nur noch 5 jetzt. Ja. Alles gut. Ich habe hier einen Plan. Genau. Ja, ja. Aber sie haben einen Plan. Dogfight, 80 Years of Aerial Warfare. Ist jetzt kein reines Erster Weltkriegsspiel, aber eben auch Tatsache. Ein Luftkampf gewinnt meistens der bessere Pilot. Nein. Auch wenn er eine leistungsschwächere Maschine fliegt. Steckt in ihnen wirklich ein Spitzenpilot, finden sie es heraus in Dogfight. Das ist die erste reine Luftkampfsimulation von Microprobes. Schnelle Zweikampf-Action. Ein Duell um die Vorherrschaft in berühmten Luftkonflikten. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, alle Tricks der Fliegerasse der letzten 80 Jahre in einer Simulation zu erlernen. Versuchen Sie sich an einem Fokker-Doppeldecker des Ersten Weltkriegs und steigern Sie auch bis zur Fighting Falcon. Erleben Sie die nervenzerreißende Spannung, wenn sich der Gegner an Ihr Heck hängt. Fehler können Sie sich dabei nicht leisten. Kleinste Schnitzer, Sie fahren einmal. Historische 6 Karten, die historische Szenarien wiedergeben, authentische Cockpits und Instrumente. Ja, also ein Flugsimulator quer durch 80 Jahre. Blablabla, bitte? Ist es nicht so gut, oder? Ich hab was vergessen rauszuziehen. Du hast mich abgelenkt. Bestimmt bist du schuld. Drück nochmal den Knopf. Ich sehe nichts mehr, wo er ist. Da. Wie viele Disketten hatten das Spiel, Hagen? 3. Ja, das sind 3 Disketten. Ich habe heute Glück. Ja. Na, das ist doch schon mal. Da war mal eine Flak, oder? Die ist weggeflackt. Ja, aber die hat er nur nachgebaut. Also es war jetzt auch nicht so. Ja, trotzdem. Das ist das typische Microprose-Handbuch. Auch immer so selbes Design, immer so mit Schwarz und von der Größe her. Kenne ich auch von Master of Magic. Ist das so? War das Master of Magic? Ich glaube, so hieß das, ne? Gibt ein Spiel, was so heißt? So ein Rollenspiel oder sowas? Nee, mehr so Civilization mit Magie und so ein Kram. Okay. Mit Trollen und so ein Kram. Das hat hier sind noch so Flugmanöver irgendwie in Zeichnung. Keine Ahnung, ob man da was erkennt. Ich glaube nicht. Rücktrifft. Rolle, Fassrolle. Fassrolle kenne ich. Hohes Jojo. Fassrolle gibt es nämlich wo auch? Beim Turmspringen? Ich dachte jetzt, du sagst jetzt ein Spiel. Was du und ich häufiger spielen, der Markus nicht mag, der Michi hasst. Was? Ein Spiel?
was du und ich häufiger spielen, der Markus nicht mag und der Michi hasst. Na, hast du es vielleicht Heroes of the Storm? Ja, sagt ja, jetzt willkommen näher. Bei einem Charakter, den ich früher dauernd gespielt habe und heute gar nicht mehr. Jetzt wird es echt schwierig. Mit einem dicken weißen Vogel. Keine Ahnung. Falstad. Okay. Der kann nämlich zum Retten eine Fassrolle machen. Mhm. Und der macht das genauso. Okay. Und nein, es ist überhaupt kein dicker weißer Vogel. Der sieht nur so aus, der Zwerg auf dem dicken Wald, auf dem Vogel. Also hier ist jedenfalls ist das da Cockpit der Fokker. Wie sind wir jetzt eigentlich von Eurofighter-Fliegern und Mix auf Falstad in Heroes gekommen? Fassrolle. Weil du mich hier nervös machst. Deswegen verlieren wir auch gerade. Guck, wir die Musik ändert nicht. Sich schon. Guck. Schlimm. Guck, unser Schienengeschütz wird angegriffen, weil du mich abgelenkt hast. Das ist sein Schienengeschütz, was jetzt gerade zum Brei geschossen wird. Er hat aufgepasst. So ein Mist. Und es schießt noch nicht mal zurück. Nein, weil ich aus der Entfernung drauf schieße. Aber ich hatte gehofft, wir machen mehr Schaden als nur einen. Immerhin. Du schießt ja jetzt noch mal mit Flugzeugen drauf. Mhm. Ja, das ist korrekt. Trotzdem hatte ich gehofft, wir machen mehr Schaden. Ah, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Das Problem ist, ab nächster Runde kann er drauf schießen. Ja. Dann müssen wir einfach mehr Leute losschicken. Wir haben gleich nichts mehr, Dennis. Ne? Aber produzier ja, doch mal nach. Nein, das brauchen wir doch nicht. Machst mich fertig. Nein, ich muss mal gucken, wie viele Ressourcen. Zwei sind es jetzt noch. Ja, das ist zu viel. Ich weiß nicht mehr, wie viele Ressourcen wir haben. Wir haben ja eben die ganze Zeit gebaut, uns im Lager vergessen. Aber wir haben die ganze Zeit gebaut. Ja, wir haben doch relativ viel Rohstoffeinnahmen jetzt. Könnte man vermuten, gell? Ja. Ja. Mhm. Ich weiß, aber ich habe es trotzdem im Lager vergessen. Das Schiff steht da auch nutzlos rum. Ja, weil es keine Einheit mehr gibt. Ja. Wir könnten den Bunker angreifen, wenn du magst. Ja, mach. Da sind noch Artillerien. Ich weiß, ich sage doch, wir sind im Nahkampf. Wenn ich's doch schon sag, Dennis. Ja, yeah, Hagen. Also, ich bin ja mehr so. Du bist ja mehr der Pazifistische. Der Hagen ist ja wieder so brutalo. Ich bin ja mehr so für Luft. Zum Beispiel The Ancient Art of War in the Skies. Strategie und Action des Ersten Weltkriegs in einem neuen Spiel. Wenn Sie schon lange nach einem Kriegsspiel gesucht haben, das knallharte Strategien mit rasanter Kampfaction verbindet, dann ist The Ancient Art of War in the Skies genau das Richtige für Sie. Mit der absoluten Kontrolle über alle Luftstreitkräfte des Ersten Weltkrieges können Sie die spannendsten historischen und fiktiven Gefechte durchspielen. Alle basieren auf den bewährten Strategien aus The Art of War, dem maßgebenden Buch über Kampftaktiken, das vor 2500 Jahren von dem großen Feldherrn Sun Tzu geschrieben wurde. Haben wir, glaube ich, in Folge 47 oder so ungefähr drüber gesprochen. Kann sein. 47, bist du sicher? So in der Größenordnung jedenfalls muss das gewesen sein. Sun Tzu oder Sun Tzu. Ja. Ja, haben wir drüber geredet. Kunst des Krieges. Lassen Sie Kampfjäger und Bomber von ihren Flugplätzen aus zu strategischen Einsätzen aufsteigen. Bombardieren Sie wichtige Ziele, um die Front in das feindliche Gebiet vorzuschieben. Stürzen Sie sich, so oft Sie wollen, in wilde Luftkämpfe und aufregende Bombenangriffe. Und Sie haben noch viel mehr Spaß, wenn Sie mit dem unglaublichen Campaign-Editor zahllose Kampfeinsätze voller Action gestalten. The Ancient Art of War in the Skies von Microprose. Der Erste Weltkrieg hat noch nie so viel Spaß gemacht. Also es gibt, keine Ahnung, ob man da was erkennen kann. Jedenfalls, es gibt Luftkampf, so ein bisschen wie Wings of Fury, so von der Seite. Ja. Dann gibt es eine strategische Karte, die so ein bisschen in Echtzeit, glaube ich, ist. Wenn ich mich recht entsinne. Weiß ich nicht mehr. Und dann muss man noch Bomben abwerfen über Fabriken, Brücken und Flugplätzen. Versuchen Sie, legendären Militärstrategen wie Kaiser Wilhelm II., Baron von Richthofen oder sogar Sun Tzu selbst hereinzulegen. Kaiser Wilhelm II. War ein legendärer Militär? Er hat nur gesagt, mitten im Frieden überfällt uns der Feind, umgeben von, und wir müssen jetzt einfach
und es geht um alles und zu Weihnachten sind wir wieder zu Hause. So ähnlich war das doch. Genau. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss. Genau. Und die Franzosen sind tot, bevor die Russen kommen. So ungefähr. Er hat uns nicht ganz weggeballert. Vor allem hat er nicht auf die Artillerie geschossen. Was unclever war an seiner Stelle, hätte ich das gemacht. Wenigstens den Rasen kaputt getreten. Ihr seht, der Stapel wird höher. Man sieht hier überhaupt nichts. Was sieht man denn hier? Hier, wenn ich das hier ablege. Ach so. Du legst diesmal sind's auf die offene Schachtel. Ja. Diesmal sind es allerdings 4 Disketten. Du hast doch vorhin behauptet, es sind immer 3. Ja, es ist halt jetzt. Ich denke immer dran, Ausnahmen regeln die Bestätigung. Ja. The Ancient Art of Wars in the Sky ist ein richtig geiles Spiel. Erinnere ich mich, das haben wir häufig zusammengespielt. Nee. Ich hatte nur die Demo-Version damals. Ja, das kann sein, dass wir die dann gespielt haben. Also die Demo-Version haben wir sicher mal zusammen gespielt. Ja, nicht nur einmal. Oder ich habe es mir von dir ausgeliehen, ich habe es dann gespielt wie ein Wilder. Weil ich weiß, dass ich habe das Spiel und ich fand den Namen so geil. Oder? Ich finde den Namen geil. The Ancient Art of War in the Sky. Das kann man. Das ist wie so ein, wenn du zum Restaurant gehst und sagst, was wollen Sie denn heute essen? Peking essen? Massaker in Mexiko? Nein, ich hätte heute gerne The Ancient Art of War in the Skies. Ah. Ah, die kleine leckere Pute oder irgendwas. Klingt so ein bisschen, oder? So, ich finde das. Also hier sind nicht folgen. Ich sehe das schon an deinem. Also auch hier sind Blick. Wieder historische Informationen über verschiedene Kämpfe im Ersten Weltkrieg und so weiter mit drin. Also auf jeden Fall ein Spiel, was auch irgendwann mal angeguckt werden will. Mhm. So, also wir haben auf jeden Fall, wir haben jetzt schon Flugsimulatoren mit Strategie im Zwei-Spieler-Modus, reine Flugsimulatoren, Strategie und Action, Wirtschaftssimulation, Adventure und eins habe ich noch. Und das ist, glaube ich, nochmal ein Flugsimulator mit dem Roten Baron, Knights of the Sky. Im Hintergrund ist mal wieder so ein rotes Flugzeug. Simulation des Luftkampfs und des Heldentums im Ersten Weltkrieg. 20 Flugzeuge, alle berühmte Namen aus dem Ersten Weltkrieg. Navigation mit präzisen Karten der Schützengräben, Straßenstädte, Flugplätze, Flak und mehr. 2-Spieler-Modus über Modem und Kabel. Da kann man mit 2 Rechnern per Null-Modem spielen. Ja, und man sieht wieder die Maschine vom Roten Baron. Ja, die ist so ikonisch. Ja. Du bist ein englischer Jäger auf der Fährte der berühmtesten deutschen Piloten, nicht zuletzt des berüchtigten Baron Manfred von Richthofen. Vor dem hat die echt Angst, offensichtlich. Ja. In der Tradition der mittelalterlichen Ritter forderst du jeden der 16 Männer zu einem Zweikampf heraus. Und so weiter. So. Das Schienengeschütz war einmal. Vielleicht nicht, aber wir greifen es gleich nochmal an. Um dafür zu sorgen, dass es wirklich weg ist. Es hat sich noch selbst in die Luft gesprengt. Okay. Das war's. Mehr habe ich nicht an Erster Weltkriegsspielen. Das war's zu sagen, wenn wir noch gar nicht gewonnen haben, ist schon ziemlich jetzt. Nein, das war's hier mit Spielen. So, denkt an die Challenge. Das waren hier schon fast Fake News.